Und das gibt wieder eine monstermäßige Power-Mega-Sendung hier. Da war doch prompt auch wieder die Zeit abgelaufen. Ich hoffe, meine Zeit hier im Spiel, die dauert noch was. Da sollte es jetzt relativ sicher sein. Diese Höhle ist mir noch nicht hell genug und ich habe auch nur noch eine Fackel über. Das heißt, ich kann mir ja noch welche bauen. Das tue ich jetzt auch mal eben. An Fackeln, ja, da ist natürlich immer... Eieiei. So, ja, mal richtig alles wegbraten. Hier ist ja alles voll mit Kohle und Zeug. Das war eben knapp in der letzten Folge. Hier ist übrigens euer Vorbotler von minenarbeit.de. In der letzten Folge, guckt es euch an, habe ich also wirklich kämpfen müssen, bin fast draufgegangen. Und das ist also hier eine Riesenhöhle. Wir befinden uns eigentlich immer noch auf unserer Kreuzfahrt ins Glück. Zumindest was ressourcentechnisch so, ja. Da haben wir auf jeden Fall Glück. Das ist hier alles voll mit Kohle, Silber, nur Gold und Edelsteine haben wir noch nicht gefunden. Na, aber das kann ja eigentlich auch nicht lange auf sich warten lassen. Was wir eingesackt haben, ist viel Sprengpulver. Ja, ein paar Creeper sind uns um die Ohren geflogen. Andere wieder nicht. Es ist schade. Normalerweise, ob da unten vielleicht eine große... Also hier ist aber auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen relativ hell. Vielleicht da in die Ecke noch was. Es sollte eigentlich jetzt mal genügen, dass wir wenigstens hier schon mal diese Halle ausheben. Ich bin ja auch etwas vom Weg abgekommen und wollte noch ein paar ganz andere Sachen hier in der Höhle angucken. Vermutete ja auch ein Dungeon. Leider nur ein Zombie-Dungeon, aber spaßeshalber hätten wir den ja mal kaputt gehauen. Warum leider Zombie-Dungeon? Ja, die kann man als Monsterfalle nicht so unheimlich gut gebrauchen, meiner Meinung nach. Weil Zombies ja nur Federn abwerfen. Ja, und das ist nicht so unwahrscheinlich prickelnd. So. Ich glaube, ich habe hier in dieser Höhle jetzt schon so viel Silber gefunden, dass ich euch jetzt mal verspreche, mir zumindest mal eine Silberhacke zu bauen. Na, man muss sowieso mal... Ich glaube, ich habe auch schon mal eine gemacht in der... Dach, guck mal, wollen wir ja gerade davon reden. Oh, noch mehr, noch tiefer. Und noch mehr, und noch mehr. Und noch mehr. Ja, in der Goldeihöhle, da liegt, glaube ich, schon eine Silberhacke. Und... Aber ich kann euch ja versprechen, dass ich einfach mal mehr diese Hacke dann benutzen werde, weil, wenn, wo, ne, was ist das denn hier? Da, das ist überhaupt nichts. Da ist nichts. Aber hier oben ist noch was. Oh, hier sind ja noch Gänge. Ach Leute, das ist aber wirklich unheimlich viel hier. Boah, Gold, 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 Gold. Ja, Gold gefunden. Gold gefunden. Gold und keine Metallhacke dabei. Aber wir wissen schon mal, wo wir Gold kriegen. Gold kann man ja inzwischen gut gebrauchen für Powered Rails, die immer noch viel zu teuer und viel zu schwach sind, als dass man da eine vernünftige Bahnstrecke mit bauen könnte. Aber für, was weiß ich, die Babytiere würde es wohl reichen. Es nimmt merkwürdige Formen an. Aber ich will nicht meckern. Das nehme ich mir gleich mit, aber hier will ich noch sichern. Oh, alles voll. Alles voll. Alles voll.
Da seht ihr, ihr kommt schon zu euren Minenarbeiter-Momenten, ne? Also manchmal schneide ich ja diese langen Parts raus und damit, weil das nicht so spannend ist, hier jetzt Kohle abzubauen, höchstens weil wir diese Höhle hier überhaupt nicht kennen. Ich habe mich schon so dermaßen erschrocken hier in dieser Höhle, das ist ja kaum zu glauben. Hier machen wir auch richtig fette Beute, ne? Das ist ganz klar. Auch wenn hier jederzeit die Gefahr droht. Oh. Ja, die Ecke haben wir gleich auch abgehauen. Das ist sehr schön. Ja, wenn das dann so läuft, dass man wirklich auch richtig was mitnimmt. Gold haben wir auch entdeckt. Das ist wunderschön. Nicht den, da hängt ja die Fackel dran. Das wäre dumm. Ja, das soll uns reichen hier. Boah, immer gucken, ne? Hier rein. Da mal eine Fackel hin. Fackeln brauchen wir hier wirklich. Sieht aus, wäre ich hier schon mal gewesen. Ist da wieder einer hinter, wie vorhin? Passeshalber brudel ich jetzt auch mal, wo wir hier auf so Goldhöhe sind, ne? Lohnt sich das bestimmt, hier auch mal so ein bisschen das Geröll wegzuhauen. Nee, guck mal, was ist das denn da? Das ist ja lustig. Da bin ich ja schon gewesen. Das ist ja witzig. Und ich glaube, ich habe keine Schippe. Doch, ich habe noch eine dabei. Da vertue ich mich immer. Ich weiß nie, wie viele Schippen ich jetzt noch habe. Na, einfach mal da so reinbuddeln. Es ist einfach, es lohnt sich oft. Das war irgendwie ewig ätzend lange, wie das immer so dauert. Aber es lohnt sich total oft, hier einfach mal so ein bisschen wegzuhacken. Hinterm Geröll, da verbergen sich häufiger mal noch so Ressourcen. Ist jedenfalls mein subjektiver Eindruck. Hey, da kommt eine ganze Menge runter und jetzt buddeln wir wahrscheinlich auch wieder den Weg frei für irgendwelche Zombies, die uns jetzt angreifen werden. Mann. Na, hier sind wir jetzt gleich am Ende des Schachts. Da ist noch was, hab ich doch gewusst. Das sah nach Silber aus. Jetzt haben wir es gleich geschafft, Freunde. Haltet durch, haut noch mehr rein hier. Los, halt durch hier. Gleich die Schaufel alle und dann ist sie kaputt und ach. Komm, hier muss sich noch irgendwas verbergen. Wir haben das so verdient. Aha, Fackel. Mensch, das ist das laut. Da muss doch noch irgendwas sein. Da ist doch was hell. Nee, ist nicht hell. So. Gut, dann haben wir ein bisschen Eisen gefunden und dann können wir jetzt auch gleich gucken. Ich muss jetzt wirklich mir was einfallen lassen von wegen der Unterkunft. Ich habe mich aber jetzt auch völlig verlaufen in der Höhle. Okay, hier hängen die Fackeln rechts. Also muss ich diesen Weg. Ah, hier bin ich. Ja, genau, hier bin ich. Das ist ja lustig. Das ist wirklich lustig. Hier sind wir, glaube ich, rein. Und da hinten. Ah! Ah. Hui, da bin ich wieder. Hab ich mal kurz in meine Zeitmaschine gesetzt. Was war passiert?
Ich habe natürlich sofort die Aufnahme gestoppt, habe mir nochmal das Video angeguckt, um mir den Weg anzusehen, wie man hier zu dieser Silbermine, wie ich sie jetzt nenne, komme am besten und am schnellsten vor allem. Bin zurück ins Spiel, habe auf Peaceful geschaltet, bin losgerannt, habe die Mine gefunden, tatsächlich auch noch wirklich das meiste der verlorenen Sachen meiner Items wiedergefunden. Im letzten Augenblick, ich glaube, nur die hier so Aluminium, Schafwolle ist, habe ich irgendwie nicht mehr gefunden. Naja, auf jeden Fall habe ich dann hier noch so ein bisschen, ihr seht das ja schon. Ich sag mal noch so ein, ja, vielleicht ein knappes halbes Stündchen noch weitergespielt, bis mir dann so einfiel, Mensch, das wäre doch vielleicht mal eine ganz gute Idee, auch mal wieder den Aufnahmeknopf zu betätigen. Dafür machst du das ja schließlich alles. Na, und ja, gesagt, getan. Da bin ich dann also wieder. Hier geht's zum Schacht, da kommen wir gerade raus. Hier sind wir draußen. Inzwischen ist natürlich, sind natürlich die Monster wieder an. Deswegen aufpassen, aufpassen. Sehr provisorisch habe ich das jetzt hier mal draußen angelegt. Na, die Silbermine. Ich habe sie deswegen, also das ist ganz klar, weil ich glaube, also nee, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie eine Mine gefunden, in der ich so viel Silber gefunden habe. Also, ich sag's jetzt auch mal auf Minecraftisch, Metall. Ich rede von Metall. Ja, auch wenn mich das sehr, ja, schmerzt, wenn ich Metall sage. Ja, weil es ist ja eigentlich für mich Silber. Die Sache ist die, wenn ihr mich teilweise nicht versteht, weil ich irgendwelche komischen Worte benutze. Guckt doch mal einfach auf minenarbeit.de/glossar oder oben im Navigationsmenü findet ihr auch einen Link zur Seite Glossar. Und da habe ich allerhand so beschrieben, aber da gibt findet ihr zum Beispiel auch Koordinaten. Also Koordinaten. Ja, das ist natürlich auch keine schlechte Idee. Das ist da jetzt alles aufgeschrieben, weil sonst habe ich die immer in den Videos hier so verteilt und nee, aber ihr könnt jetzt immer auf Glossar nachgucken. Minenarbeit.de, wisst ihr eh schon. Die Schweine, die sind wahrscheinlich jetzt wirklich nützlich, wenn wir in die Höhle gehen. In die Mine, Entschuldigung, die Silbermine. Ja, guckt da einfach nach. Das ist vielleicht ganz interessant. Also, lernt ihr so ein paar Fachbegriffe kennen und Koordinaten von meinen Orten hier, die ja natürlich dann auch alle mit dem Seed Swamp Weed, auch das steht auf der Seite, ne, dann selber aufsuchen könnt. Ne? Ja, ich würde sagen, diese Folge, da ist nicht mehr viel Platz. Ich mache die jetzt mal zu Ende und dann gehen wir mal in der nächsten Folge noch mal runter in die Silbermine. Ich habe da unten mich so ein bisschen umgesehen, ja, und sie ist riesig, die ist absolut riesig, die Höhle. Das ist also wirklich. Und wir finden unter Garantie auch dann sehr schöne Sachen. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr empfehlt mich weiter. Seid schön lieb und nett und macht's gut.